Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute werden wir den YouTube-Live-Simulator spielen. Also Leute, einen komplett neuen YouTuber-Simulator, wir werden heute wieder der größte und reicheste und erfolgreichste YouTuber hier werden. Wir kriegen hier direkt mal eine Belohnung, oha, voll nice, Tag 1, Leute, wir fangen hier an. Wir haben hier, glaube ich, direkt mal 1000 Abonnenten oder sowas bekommen. Wir machen die besten Liste da oben jetzt mal weg, weil Leute, wir wollen heute natürlich wieder hier der beste und größte YouTuber werden. Wir werden heute wieder richtig durchdrehen, lasst ein Like und ein Abo da und wir werden hier gefragt, ob wir ein kleines Tutorial machen wollen. Komm, wir machen das einfach mal. Wir kriegen jetzt mal kurz hier erklärt, wie das hier läuft. Okay, also das hier ist unsere Wohnung. Hier wohnen wir. Wenn du reich bist, kannst du hier größere Wohnungen kaufen. Okay, Leute, merken wir uns. Und hier kann man Truhen öffnen. Okay, und dann hier gibt es einen Shop, wo man sich neues Gaming-Setup kaufen kann. So Gaming-Computer und so, nehme ich mal an. So zum Aufnehmen, Videos machen und so. Und, oh, Leute, das war's schon mit dem Tutorial. Also, wir müssen uns quasi jetzt erstmal Equipment kaufen, damit wir Videos drehen können. Dann können wir Geld verdienen und dann können wir uns größere Wohnungen kaufen. Also, das ist ja quasi wie in echt als YouTuber, ne? Man muss hier erstmal ein bisschen was investieren, sage ich mal, damit man gute Videos machen kann. Hier ein Mikrofon. $500 kostet das. Das ist aber schon teuer für ein Anfängermikrofon. Das ist ja hier so teuer wie mein Profimikrofon hier, was ich habe. Novo-Mikrofon. $500. Wir haben insgesamt 600. Das kostet ja fast unser ganzes Erspartes, Leute. Okay, aber wir haben es jetzt mal gekauft. Okay, verlassen Sie den Gaming-Shop. Wir kriegen das hier am Anfang gerade noch so ein bisschen erklärt. Jetzt sollen wir hier zu uns in die Wohnung reingehen. Zur Wohnung rübergehen. Okay. Jetzt muss ich hier den Bauhammer drücken, um hier was einzubauen. Aha. Leute, guck mal, das ist hier unsere eigene Wohnung. Die können wir auch noch so selbst einrichten, wie wir wollen. Das ist ja cool. Wir können ja mal hier, wir stellen jetzt mal so ein Bett hier hin, Leute. Wir haben eh nur noch $100, also viel können wir eh nicht machen. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal das günstigste Bett, das Schmalspurbett. Weil, ja, wir haben kein Geld mehr, Leute. Wir sind arm. Was soll ich machen? Okay, jetzt Baumodus verlassen. Okay. Bevor du Videos aufnimmst, solltest du schauen, dass du genug Energie und sowas hast. Ach so, okay. Also man braucht hier auch wirklich ein Bett. Das ist nicht nur so für die Optik, für die Einrichtung, sondern Leute, ihr seht, in dem Bett können wir auch schlafen und dann wird hier unsere Energie wieder voll. Okay, das macht schon Sinn. Dann hier können wir, glaube ich, unsere Laune besser machen an so einem Spielautomat. Boah, das ist voll cool und umso mehr Energie wir haben und umso besser unsere Laune ist, desto besser werden dann auch die Videos. Ey, das ist übelst gut, der Simulator hier. Das ist wirklich wie in Real Life, Leute, wie im echten Leben. Warum soll ich mich jetzt hier nochmal ins Bett legen? Ich lag doch gerade schon im Bett, Junge. Und hier ist auch noch ein Kühlschrank. Haben wir auch noch, da können wir was essen. Oh, Leute, Essen ist auch teuer hier. Das kostet ja alles. Was, $50 für einen Apfel? Leute, wir haben kein Geld mehr. Wir sind jetzt komplett arm. Wir hatten $600, jetzt haben wir nur noch $0. Okay, aber jetzt muss ich hier mal ein Video machen. Jetzt können wir uns hier an unseren PC setzen und hier jetzt was aufnehmen. Okay, The Murder 2 heißt das Spiel jetzt, was wir aufnehmen. Alle anderen sind eh noch gesperrt. Oh, und jetzt muss ich hier so Tasten drücken. D, G, K, D, A, K, A, S. Okay, man. Oh, Leute. Oh, wunderbar. Okay, ich glaube, es war nicht ganz perfekt. Ich habe mich gerade ein paar Mal verdrückt. Ich wusste gar nicht, dass man jetzt hier was drücken muss. Und jetzt schneiden. Ey, Leute, wir haben ja schon mal so einen YouTube-Simulator aufgenommen. Oh, der war nicht so gut. Wir haben ja schon mal so einen YouTube-Simulator aufgenommen. Der war aber so voll, sage ich mal, ein bisschen unrealistischer. Aber der ist ja ultra realistisch. Jetzt schneiden wir das Video sogar noch, was wir gerade aufgenommen haben. Oh mein Gott, ist das krass. Okay, Aufnahme 88%, Schneiden 85%. Ist okay für unser erstes Video. Kann auf jeden Fall noch besser werden. Und jetzt lädt das auf YouTube. Oh, ey, Leute, das ist ja übelst krass. Hier unten kommen auch immer so Meldungen, wenn Leute so erfolgreich sind. Hier zum Beispiel Ryan hat gerade 1 Million Abonnenten erreicht. Wir haben gerade mal 1000 Abonnenten auf YouTube. Also wir sind hier noch ein bisschen der kleine Schmalspur-YouTuber. Aber das wird sich hier gleich ändern, Leute. Ja, es gibt hier nämlich einen neuen Big Bubba. YouTuber jetzt hier. Oh, Leute, ihr seht's. Jetzt haben wir hier durch das Video, das ist jetzt rausgekommen. Das Video hat 4200 Aufruf gemacht. Dadurch haben wir 600 neue Abonnenten und $500 gemacht. Oha. Leute, wenn das in echt so wäre, dass man mit 4000 Aufrufen $500 macht, okay. Dann wäre iCravix aber schon Rentner. Jetzt verlasse die Wohnung. Okay, jetzt können wir die Wohnung wieder verlassen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht, okay. Und jetzt? Okay, wir haben 100 Juwelen jetzt als Belohnung bekommen. Ach, und mit den Juwelen kann man jetzt hier Truhen öffnen. Mittlerweile ist auch hier schon Abend geworden. So, abends, die Leute liegen im Bett, gucken auch immer schön YouTube-Videos, auch immer gut. Und jetzt können wir hier eine Truhe uns holen. Okay. Wow, Kaffee. Okay, wir haben eine Kaffeemaschine bekommen. Was kann man jetzt auch mit der Kaffeemaschine machen, Leute? Die haben wir jetzt hier in unserem Rucksack. Upgrades, okay. Gut, Leute. Und damit ist das Tutorial fertig. Jetzt sind wir hier am Start. Wir gehen nochmal ganz kurz hier in unsere Wohnung rein, weil wir können jetzt diese Kaffeemaschine, glaube ich, irgendwo hinstellen. Die ist jetzt hier als Einrichtungsstand bei Upgrades oder so. Hieß es irgendwie, glaube ich, gerade. Im Rucksack, Upgrades und Energie. Da ist die Kaffeemaschine. Vielleicht haben wir dadurch jetzt irgendwie mehr Energie, weil wir jetzt ab und zu einen Kaffee trinken können, Leute. Macht auf jeden Fall Sinn. So ein kleines Käppchen zwischen der Aufnahme ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber, Leute, ihr kennt mich ja. Wir werden jetzt hier wieder komplett durchdrehen. Wie immer
immer nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Wir werden jetzt hier richtig viel Geld ausgeben, damit wir hier wieder der Krasseste werden. Guckt einfach meine Videos. Gebt kein Geld für Videospiele aus. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen durchdrehen, Leute. Wir brauchen jetzt hier mal Game Pass. Was kann man sich denn hier mal so kaufen? VIP-Chat. Oh, dadurch kriegen wir mehr von allem. 1000 Robux kostet das. Oh mein Gott. Komm, wir kaufen uns das jetzt aber. 1000 Robux geben wir jetzt hier direkt mal aus, Leute. So, wir kaufen uns hier einmal VIP. Dadurch haben wir plus 2 Upgrade-Slots, 1,5 Abonnenten, Bargeld, Edelstein. Okay, ist eigentlich schon cool. Dadurch alles mal 1,5. Das ist was, das sind hier Glück, immer glücklich, okay. Das ist eigentlich auch gut, keine Sorgen um die Stimmung machen. Schnelles Laufen, komm, das kaufen wir uns auch, dass wir hier schneller laufen. Schnelleren, erhalte Merch schneller. Ach, was ist das denn? Merch-Lieferung, okay. Okay, das ist ziemlich cool, Leute. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal das gekauft. Das andere können wir auch noch kaufen. Weil jetzt, Leute, machen wir auf jeden Fall schon viel, viel schneller Geld und Diamanten und alles Mögliche und Abonnenten. Mal 1,5 eigentlich sogar. Sollen wir uns noch das andere kaufen? Mal 2 sogar noch? Wird es halt noch schneller gehen, sagen wir. Aber das können wir ja gleich machen. Wir machen jetzt hier erstmal wieder kurz was essen. Mal wieder so einen schönen Apfel essen. Und jetzt müssen wir wieder aufnehmen, Leute, damit wir hier Geld verdienen. So, aktuell 480 Dollar. Was ist das denn hier? Comments. Oh, wir können Kommentare lesen. Oh, was? Ey, einer hat hier was Böses geschrieben. Der hat geschrieben, du nervst. Dann hat hier einer geschrieben, du bist mein Lieblings-YouTuber. I love all your videos, lustige Videos. Okay, aber einer hier, der ist doof, den löschen wir. So, wir akzeptieren hier nur gute Kommentare. Okay, wir haben hier noch mehr Spiele, aber die sind leider noch geschlossen, deswegen, oder gesperrt, deswegen können wir hier Murder 2 nochmal aufnehmen. Aber kein Problem. Okay, jetzt, wir müssen hier die Tasten drücken. G, J. Alter, hier muss man wirklich richtig aufpassen, Leute. Man muss hier richtig... DJ. Oh, nice. Okay, nice. Aufnahme ist durch. Wenn die Aufnahmen immer so schnell gehen würden. Dein PC ist kaputt. Warum ist denn jetzt mit der zweiten Aufnahme schon unser PC kaputt, Leute? Oh Mann, ey. Dieser YouTube-Simulator ist ja viel zu realistisch. Aber wisst ihr noch, Leute, als Anfang letzten Jahres mein PC hier abgefackelt ist, das sind halt wirklich Sachen, die wirklich so alle passieren können. Das sind so Sachen, die einen im Alltag als YouTuber belasten. Dann ist dein PC kaputt, dann kannst du nicht aufnehmen, dann warten deine Abonnenten. Oh, das war eigentlich ganz gut hier. Zweimal gut getroffen, das eine Mal nicht so gut, aber oh, schneiden 88%, Aufnahme 98%. Oha, Leute, wird immer besser. Wir laden das Video jetzt hier wieder hoch auf YouTube und dann sollten wir eigentlich gleich hier Geld verdienen, würde ich mal behaupten. So, wir können ja auch mal gucken, in der Zeit, wo das hochlädt, müssen wir eigentlich gar nicht hier sein, oder? So, in der Zeit können wir ja mal kurz hier raus aus der Wohnung gehen. Und dann gucken wir uns mal hier um. Leute, weil wir es... Oh, das Video geht online. Das erste hat, glaube ich, 4000 Aufrufe gemacht. 5000, jetzt schon 6000. Oha, das Video geht voll ab. Das geht viral, Leute. Das Video geht viral. 10.000 Aufrufe. 1000, oh mein Gott. Viele neue Abonnenten, viel Geld haben wir gemacht. Und wir können uns jetzt, glaube ich, auch neues Gaming-Equipment holen. Damit können wir, glaube ich, sogar mehr verdienen und mehr Spiele spielen. Wir gehen mal kurz hier rein. Hier kann man sich ja irgendwie neue Immobilien, neue Wohnungen und sowas kaufen. Was ist das denn hier? Alter, Start-Apartment, das haben wir ja gerade. Dann kann man hier für 5 Millionen kostet das nächste Apartment 5 Millionen? Was? Oh mein Gott, das ist ja komplett crazy. Okay, Leute, also da sind wir noch ein bisschen zu schmalspurmäßig, außer wir kaufen uns jetzt mal ein bisschen Geld. Ich glaube, wir werden uns jetzt mal ein bisschen Geld kaufen. So, wir gehen jetzt mal hier zu den Upgrades. Leute, das muss ja hier ein bisschen schneller gehen, ne? Wir sind ja hier kein Schmalspur. Wir nehmen jetzt hier mal einen kleinen Kredit auf. So, warte mal, was gibt's denn hier alles? Man kann hier Werbekampagnen schalten. Was? Damit man doppelte Aufrufe und sowas bekommt. Wie krass ist das denn? Cash. Komm, wir kaufen uns mal ein bisschen Cash, Leute. Wir kaufen uns einfach... Wir nehmen mal so einen kleinen Kredit bei der Bank auf. Wir kaufen uns jetzt einfach mal... Für 200 Robux kaufen wir uns mal 70.000 Dollar, damit wir uns besseres Equipment kaufen können, Leute, ne? Wir nehmen jetzt hier mal so einen kleinen Kredit auf. Perfekt, Leute. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Wir haben ja aktuell... Ja, unser Mikro ist ja schon ganz gut. Was haben wir hier noch? Alter, was? Das kostet 70.000, das Mikrofon. Hier gibt es ja richtige so Profi-Mikrofone für Milliarden. Alter, Leute, ich muss ja hier erstmal komplett durchsehen. Was ist das denn hier für Computer, die es hier gibt? Monitore und sowas? Teuer das hier auch alles ist, Mann. Hier einen besseren PC. Wisst ihr was? Ich will mir irgendwie mal einen besseren Computer jetzt hier kaufen. Der kostet 20.000. Den kaufen wir jetzt einfach mal. So. Zack, für 20.000. Mal gucken, ob der jetzt was bringt hier. Ich hoffe doch. So, jetzt gehen wir mal in unsere Wohnung rein. Ey, aber Leute, also dieser Simulator, der ist ja hier ultra krass, was es hier alles gibt, was man hier alles machen kann. Dann hat die Wohnung auch irgendwie hier so Upgrades. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, sehe ich auch noch nicht so ganz durch, wie das funktioniert mit den Upgrades. Aber unser PC steht auf jeden Fall jetzt schon mal hier. So, jetzt setzen wir uns mal hin und nehmen jetzt hier nochmal mit unserem neuen PC auf und gucken mal, ob das jetzt dann auch hier mehr bringt, ja? So, F, S, K, L, D, F, J, L, G. Okay, so. Aufgenommen haben wir jetzt hier wieder. Jetzt hier wieder Video schneiden. Oh, gut getroffen. Guck mal, man muss hier richtig perfekt. Ah, war nicht so gut. Ist schwer, das zu timen, sage ich euch.
Ah, okay. Ist okay. Ist, glaube ich, ein solides Video. Oh, Aufnahme 100%, nein, 92% hochladen, Leute. Wir hauen hier ein neues Video hoch. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt dadurch mehr Geld kriegen, weil wir einen besseren PC haben. Sollte ja eigentlich so laufen, oder? Oh, Leute, das Video ist oben. Mal gucken. Es müsste, oh, 12.000, 13.000 Aufrufe. Oh, das geht ein bisschen viral, Leute. 20.000 jetzt schon. Uiuiui, sehr nice, Leute. Okay, wir kriegen jetzt schon mehr Geld. Ihr merkt, wie das Ganze funktioniert. Boah, Leute, ich habe mir jetzt hier aber auch gerade schon wieder 800 Juwelen gekauft. So, wir nehmen jetzt noch einmal hier ein Video auf. Dann gehen wir nämlich raus und machen mal so eine Kiste auf, Leute. Weil ich glaube, ich habe das langsam verstanden. Man bekommt dann dadurch immer so Upgrades quasi. Und durch diese Upgrades in den Kisten, dann kriegt man einfach, verdient man mehr Geld. Ja, ich glaube, ihr versteht, wie das läuft. So, Video hier aufgenommen. Zack, wir laden das nämlich in der Zeit hoch, dass wir dann noch Geld verdienen, wenn wir hier aus der Wohnung raus sind. So läuft das. So, dann können wir nämlich direkt den Upload starten, wenn wir hier rausgehen. Okay, auch ganz gut geschnitten, würde ich mal behaupten. So, hochladen, veröffentlichen. Damit kann ich leben. Oh, Leute, aber unsere Energie. Wir müssen uns auch hier einmal nochmal kurz ausruhen. Okay, kurz schlafen. Oh, und unsere Laune geht auch hier langsam ein bisschen runter. Also, das ist viel zu realistisch, dieser Roblox-Tycoon-Simulator hier, wie man es auch nennen möchte. Alter, okay, da ist das Video schon online. So, hier ein bisschen kurz Käse essen. Zack, 2.700 Dollar. 27.000 Aufrufe hat das Video schon. Also, die Videos, ihr merkt, die kriegen immer mehr Klicks. Das läuft hier langsam. Okay, wir gehen jetzt hier uns mal Upgrades holen. In unserer jetzigen kleinen Schmalspurwohnung können wir 3 Upgrades benutzen. Oh, okay, warte mal. Sollen wir hier mal so eine große Kiste öffnen für 500? Ich glaube, die ist krass, Leute. Ich glaube, die ist sehr, sehr krass, diese 500er Kiste. Komm, wir kaufen jetzt einfach mal. Vielleicht kriegen wir irgendwas Krasses. Wow, legendär! Wir haben ein legendäres Upgrade bekommen für unsere Wohnung. Oh mein Gott, das ist crazy. Das ist sehr, sehr krass. Dann machen wir noch einmal die hier auf, Leute. Vielleicht kriegen wir hier auch nochmal was Krasses. Selten. Okay, noch eine bessere Kaffeemaschine. Ja gut, okay. So, dann gehen wir mal kurz zurück in die Wohnung. Ey, das ist auch so krass, ne? Schau mal, wir gucken mal auf die Bestenliste hier. Es gibt hier schon Leute. Der eine hat hier schon fast 1 Million Abonnenten. Wir haben gerade mal 8.000 Abonnenten. Also, Leute, ich will auf jeden Fall, das muss hier noch ein bisschen schneller gehen. Ich glaube, wir müssen uns hier noch ein paar, ich muss hier noch mehr Geld ausgeben. Ich werde hier heute schon wieder rasiert, ich merke schon. Aber auch, was man hier alle, ey, das ist wirklich eins der krassesten Tycoons aller Zeiten. Ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Lasst mal ein Like und ein Abo da, weil dann können wir das Ganze gerne nochmal machen. Weil ich glaube, wir werden heute in einem Video hier gar nicht fertig mit allem. Das ist ja so heftig hier, was man alles machen kann. So, guck mal, wir stellen den Router jetzt einfach mal, würde eigentlich Sinn machen, den hier in die Nähe vom PC zu stellen, oder? Stellen wir den Router einfach mal hier so hin. Was bringt der denn jetzt hier? Ich weiß es gar nicht, was der bringt. Und ich glaube, wir haben auch eine bessere Kaffeemaschine noch hier. Das machen wir hier mal weg. Ah, hier den Müll damit. Zack, die Profi-Kaffeemaschine stellen wir jetzt hier hin. So, zack. Mal gucken, ob das jetzt, ich glaube, es bringt dann einfach irgendwie Upgrades rein, ja? Ich glaube, da sollten wir mehr Geld damit verdienen. Wir haben halt einfach jetzt den besten Router, dadurch laden die Videos schneller hoch. Das ist sehr, sehr cool. Wir bräuchten hier noch so ein paar Geld-Upgrades. So, Leute, wir kaufen uns jetzt hier mal noch für 80 Robux, dass wir immer glücklich sind, ja? Da müssen wir nicht ab und zu hier unser Glücksding wieder aufladen. Und jetzt kaufen wir uns hier noch, wir lassen das erstmal mit dem Kaufen. Jetzt nehmen wir hier nochmal Video auf. Die Frage ist, ab 10.000 kann ich nämlich was weiteres aufnehmen. Okay, so, das heißt jetzt hier wieder Video aufnehmen. Wir müssten nämlich bald die 10.000 Abonnenten haben. Dann können wir nämlich noch mehr Spiele aufnehmen. So, und dann können wir uns gleich vielleicht auch noch mal besseres Equipment im Shop kaufen, weil wir haben noch ganz gut Geld übrig. Ich glaube, irgendwie so 60.000 oder so haben wir noch an Dollar übrig. Boah, der eine hier hat die 1 Million Abonnenten geknackt. Krass. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, das Video wird heftig. Wenn ich jetzt hier weiter gut schneide... Oh nein, jetzt habe ich reingechoked. Ich müsste mal so ein 100%-Video machen. Das wäre krass. So, aber es ist trotzdem ganz gut. Über 90%. Damit kann ich leben. Ich glaube, fast mit dem Video... Oh, guck mal, wie schnell das jetzt hochlädt wegen einem guten WLAN-Router hier. Voll nice. Ich glaube, wir könnten jetzt sogar bald hier, das Video kommt gut an, hier seht ihr wieder, wir könnten jetzt hier bald die, ja, wir haben die 10.000 Abonnentenmarke geknackt, dann können wir ein anderes Game aufnehmen, sehr cool. Boah, und 3.000 Dollar haben wir jetzt damit schon verdient, 29.000 Aufrufe. So, und jetzt können wir hier auch mal ein neues Spiel aufnehmen. So, das machen wir jetzt hier auch mal, oh, Leute, Kommentare wieder. Hier fast gute Kommentare, ein schlechter Kommentar hier wieder. So, den löschen wir natürlich weg hier mit dem schlechten Kommentaren. Oh, hier ein neues Game, das nehmen wir jetzt auch wieder direkt auf. Oh, was müssen wir denn jetzt hier machen? Hier auch wieder Tasten drücken. Oh, also ich muss schon sagen, ist schon ein bisschen hier, da muss man ein bisschen aufpassen hier bei dem YouTube-Simulator. Okay, gute Arbeit wieder. Okay, Leute, ich habe, glaube ich, gerade richtig gut aufgenommen. Wenn ich jetzt hier noch gut schneide, dann könnte das wirklich ein krasses Video werden. Nein, was ist so schwierig, das zu treffen. Ist wirklich schwer. Okay, Schnitt war nicht so gut, Aufnahme war aber gut, egal. So, laden wir mal hoch, mal gucken, wie viel Geld wir da jetzt verdienen in der Zeit.
ruhen wir uns hier kurz aus. Was snacken müssen wir auch hier mal kurz wieder. So, immer Glück. Gut, das geht ja nicht mehr runter. Das jetzt bei 100% ändert sich nicht mehr. Und das neue Video, ich hoffe, das kriegt jetzt mal hier richtig gute Aufrufe. Boah, 36.000 Aufrufe. Ja, das läuft doch. 16.000 Abonnenten. Das läuft, aber ich glaube, das geht mir hier noch ein bisschen zu langsam. Oh mein Gott, Leute, habe ich noch überhaupt so viel Robux, um das hier noch alles zu kaufen? Ja, ich gebe jetzt hier wirklich mein letztes Geld aus, meine letzten Robux. Wir kaufen uns jetzt noch doppelt Abonnenten, damit das noch schneller geht. Und dann kaufen wir uns hier noch doppelt Bargeld, weil ich will heute hier noch die 100.000 Abonnentenmarke knacken, Leute. Jetzt sind wir hier einmal komplett durchgedreht. Beides gekauft. Wir machen jetzt ultra viele Abonnenten und super viel Geld. Aber wir gehen jetzt hier noch einmal kurz in den Game Store rein. Was denn Handys? Man kann sich hier Handys auch kaufen? Warum soll man sich denn Handys kaufen? Oh mein Gott, ab 50.000 Abonnenten kann man erst ein Handy kaufen. Aber ich weiß noch nicht so ganz, was das bringt. So, was könnten wir uns denn hier noch kaufen? Vielleicht mal ein bisschen besseren Monitor noch. Also wir haben jetzt einen guten PC. Mikrofon ist, glaube ich, noch ein bisschen Schmalspur. Wir könnten uns ja mal hier noch das hier, das Blue-Mikrofon kaufen. Und dann kaufen wir uns hier noch ein bisschen bessere Monitore für 20.000. Das andere ist leider zu teuer, Blue-Monitor. So, und was haben wir hier noch alles? Tastatur gibt es ja auch. Alter, was man hier alles kaufen muss, Leute. Das ist zu krass. Jetzt haben wir nur noch 19.000 Dollar. Was war das? Ah, eine Maus. Eine gute Maus braucht man natürlich auch noch. So, für 14.000 kaufen wir jetzt hier noch die Maus. Okay, also wir haben jetzt einmal unser Gaming-Equipment hier. Ohne bessere Facecam bräuchte man aber auch noch. Ist auch eigentlich wichtig. Eine Kamera. Aber wir haben gar kein Geld mehr jetzt hier schon wieder. Alter, Leute, ich sag euch. Ich sag euch, also diesen Tycoon hier durchzuspielen. Ich glaube, wir müssen hier wirklich mehrere Parts machen. Wir haben noch nicht mal unsere Wohnung schön eingerichtet. Ich meine, Leute, wenn man das dann hier noch schön macht, ein schönes Bett allein und sowas. Also das ist ja wirklich crazy. Aber wir müssen jetzt weiter aufnehmen, weil, Leute, ihr wisst, als YouTuber, man muss immer aufnehmen, sonst verdient man auch kein Geld, ja? Ohne Moos nichts los. So, man muss arbeiten. Von nichts kommt nichts. So, immer hustlen, Leute. Euch wird nie was geschenkt. Merkt euch das. So. Aufnahme war gut. Halt jetzt schon wieder mein PC kaputt, Mann. Von welchem Bummi habe ich denn meinen PC gekauft hier? Warum ist der denn andauernd kaputt hier? Oh, gut. Oh mein Gott, zweimal guter Treffer schon. Nein, und den habe ich komplett. Oh, was mache ich denn, Leute? Und hier habe ich dann ein bisschen reingechoked. Schade. Und neues Video oben. Mal gucken. Wir haben jetzt wirklich unser Setup ein bisschen hier geupgradet. Das geht viral. Das geht viral, Leute. 1 Million Aufrufe. Hä? Warum ist das Video dann auf einmal so abgegangen? Weil wir besseres Equipment jetzt uns gekauft haben? Oder warum lag das vor 2 Millionen Aufrufe? Das davor doch 30.000 Aufrufe gemacht. Hä, das war ja jetzt viel besser. Oh mein Gott, Leute, komm, das machen wir direkt nochmal. Hä, wie viel Geld wir gerade gemacht haben. Ja, aber Leute, wenn Videos trenden, dann kommen auch immer ein paar Hate-Kommentare. Die löschen wir wieder. Und wir haben hier direkt ein neues Spiel freigeschalten. Perfekt, das machen wir auch direkt wieder. Oh mein Gott, ich bin gerade ein bisschen am Reinchoken. So, exzellent. Und jetzt hier Schnitt. Oh, der war gut. Das war ein guter. Oh. Und. Ah, nee, der war nicht so gut. Am Ende choke ich immer ein bisschen rein. Das lädt wieder hoch, es lädt wieder hoch. Ich bin mal gespannt, ob das, ey, wenn das jetzt wieder so... Leute, wie viele Abonnenten haben wir gerade gemacht? Wir haben fast die 100.000. Das ist ja ultra cool. Ey, das geht wieder ab. Das geht wieder voll ab. 200.000 Klicks. Yo, als ob man immer so viele Abos macht mit einem Video. 50.000 Abos. Leute. Oh mein Gott, nice. Wir haben die 100.000 Abonnenten geknackt. Das ist ja richtig cool. Jetzt machen wir ja ultra viel Geld dadurch. Jetzt langsam fängt das hier an, mal Spaß zu machen. Und, oh, warte mal. Wir haben ein Handy. Was können wir... Jetzt können wir hier so vloggen, oder was? Wenn wir jetzt hier so... Was passiert denn, wenn wir jetzt hier mit einem Handy so rumlaufen? Okay, jetzt laufen wir mit so einem Handystab rum, aber kriegen wir dadurch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Machen wir dadurch einen Vlog? Aber Leute, ich kaufe mir jetzt mal noch eine bessere Facecam. Jetzt haben wir ja ein bisschen Geld gemacht. Wir haben ja aktuell hier, glaube ich, nur so eine... Die schlechteste, die Starter-Facecam. Damit können wir natürlich hier nicht weitermachen. Wir kaufen uns jetzt mal hier die Hyper-Y-Cam. Jetzt haben wir schon eigentlich ganz solides Setup, würde ich mal behaupten. Wir haben schon überall überall was ganz Gutes gekauft. Noch nicht das Krasseste, noch nicht so das Profi-Equipment, aber ich glaube, es ist ganz gut. Verifizieren, was ist das denn? Was ist das denn hier? Ein Ei kann man sich hier kaufen. Boah, da muss ich jetzt aber sogar nochmal Robux aufladen dafür. Aber was bringt das denn? Das interessiert mich jetzt. So, Leute, ich habe mir jetzt hier gerade extra nochmal 2000 Robux gekauft. Ich gebe hier wirklich mein letztes Hemd für euch, Leute, für die Aufnahme. Okay, wir haben uns jetzt hier so einen Eckkatalysator gekauft. Der ist auch limitiert. Also mal gucken, was der gleich bringt. Wir gehen gleich nochmal ins Haus rein. Was ist das denn hier für 80 Robux? Kann man ja auch nochmal eine Kiste... Oh, da kriegt man auch legendäres Zeug. So, komm, dann machen wir hier nochmal...
Aber einen Wi-Fi-Router haben wir eigentlich schon den besten. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich mal so anderes Zeug noch. Weiß gar nicht, was gibt's denn hier noch für 500 Diamanten? Ach, egal, Leute. Komm, wir kaufen einfach für 80 Robux nochmal. Wir drehen hier komplett durch, Leute. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch irgendwas Krasses. Hoffentlich nicht wieder... Ja, perfekt, den habe ich doch schon, Alter. Jetzt habe ich zwei Wi-Fi-Router. Vielleicht lädt's dann noch schneller hoch. Wer weiß. So, wir gehen mal kurz hier zu uns wieder in die Bude, Leute. So, ab in die Bude rein. Oh, wir müssen auch gleich mal was essen. Uiuiui, Leute. Uiuiui, wir haben Hunger. Was gönnen wir uns? Einen Pfannkuchen. Komm, wir gönnen uns hier so einen Pfannkuchen, Leute. Jetzt haben wir wieder... Ist auch teuer hier das Essen immer, ne? Muss man auch sehen. Bauen. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben doch jetzt aber hier Upgrades. Speziell. Okay, so ein Eckkatalysator. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. So, mal gucken. Und einmal schlafen müssen wir vielleicht noch kurz. Unsere Energie ist hier schon wieder weg. Also wir sind hier irgendwie, immer müde. So, okay. Wir nehmen wieder auf. 140.000 Abos haben wir. Oh, wir können wieder was Neues aufnehmen. Bin ich gut, Leute. Jetzt geht's hier richtig schnell. So. Okay, nice Aufnahme haben wir wieder gemeistert. Mal gucken, was dieser Eckkatalysator jetzt bringt, wenn wir das hochladen. Vielleicht haben wir dadurch so einen Boost oder sowas, so einen Multiplikator. Wow. Ah, okay, nicht so ganz perfekt. Hup. Ah, schade. So, und hochladen. Oh, das knallt hier wieder hoch, das Video. Aber man kann ja auch nichts drücken oder machen mit dem Ding. Ich weiß es wirklich nicht, was das bringt. Wir müssen es jetzt gucken. Okay, neues Video geht online. Alter, wie das direkt durchdreht. 300, 400.000 Klicks, 500, 600.000 Klicks. Das geht ja ultra ab. 800.000. Oh, knapp unter 1 Million gestoppt, aber wir haben 100.000 neue Abonnenten gemacht. Oh mein Gott. So, komm, wir nehmen nochmal auf. Jetzt machen wir hier richtig gutes Cash, Leute. Sehr, sehr gutes Cash machen wir jetzt hier. Okay, ich vergesse immer, dass ich mich hier direkt immer so aufnehmen muss. Okay, ausgezeichnet. Das war eine perfekte Aufnahme. Wenn ich jetzt noch perfekt schneide, ich würde mal wirklich gerne so ein 100%-Video machen. Ah, schon wieder reingechoked. Also, wenn die Aufnahme und der Schnitt ist das Schwerste, finde ich, weil das so schnell geht. Ist auch irgendwie so zeitversetzt. 99%, 86%, egal. Okay, wir hauen das Ding jetzt hier wieder raus. Wir müssen jetzt hier wieder ein bisschen Cash-Match kriegen. Also, ihr merkt, Leute, langsam geht das hier wirklich mal... Langsam geht das hier richtig ordentlich schnell. Wir könnten auch unsere Bude mal ein bisschen schöner einrichten hier. Weil die nächste Wohnung kriegen wir erst für 5 Millionen. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Da können wir vielleicht hier unsere Bude mal ein bisschen noch schöner einrichten. Oder wir lassen das so und machen erst mit der neuen Wohnung alles schön. Ja, ist vielleicht besser. Dann investieren wir lieber in neues Equipment rein. Dann machen wir das lieber so. Also jetzt müssen wir hier schon wieder was essen. So, wir gönnen uns mal hier ein bisschen Salat auf gesundmäßig. Ja, aber jetzt haben wir schon 400 Leute. Das geht so schnell. Wisst ihr was? Wir stoppen nicht bei 100.000 Abonnenten. Wir machen hier die 1 Million Abos heute noch voll in dem Video. So. Brillant. Ah, ein bisschen reingechoked. Man hat hier wirklich nur so 5%. Das ist so ein 5% Raum. Das ist ein guter Schnitt. Oh, das war nix, der letzte Schnitt. Das war nix gewesen. Aber egal. Wieder raushauen. Also wenn man, Leute, wenn es so schnell in Real Life bei YouTube gehen würde, dass man einfach so mit einem Video mal so 100.000 neue Abos macht. Oh mein Gott. So, für die ersten 500.000 Abonnenten habe ich, glaube ich, 3 Jahre oder so gebraucht. Ich weiß gar nicht, damals. Oder 4, 5. Keine Ahnung. Ich mache jetzt mittlerweile schon fast 10 Jahre. Boah, 1,4 Millionen Klicks. Das ging richtig. Boah, 125.000, 600.000 Abos. Leute, ich sage euch so, wie es ist. Oh, neues Spiel haben wir freigeschalten. Wir machen heute hier noch die 1 Million Abos voll. So nehme ich das. Aber ich sag schon mal, wenn euch das Ganze gefällt, man kann hier noch so viel machen, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Ich würde mich übelst freuen, das hier noch weiter zu spielen, weil wir wissen noch gar nicht, wie die krassen Wohnungen aussehen. Man kann hier wirklich Mikrofone für Milliarden kaufen und so. Also wir können noch so viel krasser werden. Wir können hier der allergrößte YouTuber werden, aber das schafft man gar nicht alles in einem Video. Deswegen, also wir müssen hier auf jeden Fall einen zweiten oder dritten Part machen. So, das hauen wir jetzt auch nochmal raus. Ich glaube, ich will hier mal neue Monitore haben. Wir gehen mal kurz rüber in den Shop. Wir brauchen hier neue Monitore, Leute. Oh nein, jetzt geht schon wieder hoch. Oh, Leute, das neue Video kommt aber wieder gut an. Wir haben hier wieder über 1 Million Aufrufe. So, 1,6, 1,7, 1,8, 2 Millionen. 2 Millionen Klicks wieder. Sehr gut. 160.000 Dollar haben wir da, gemacht damit. So, ich will hier mal einen coolen Monitor. So, oh, guck mal hier so mit, zack, so ein Dreier-Monitor. Wie viel haben wir? 500.000? Oh nein, uns fehlt ein bisschen was für den guten hier. Was denn hier der krasseste? Oh, was? Aqua-Monitor. Okay, ganz crazy. Wobei, der sieht ja auch schon ganz gut aus hier.
So ein doppelter. Ja, komm, dann holen wir erstmal den. Holen wir erstmal den hier. Was haben wir denn jetzt hier? Den PC für 110. Bisschen besser. Einen PC könnten wir uns auch hier nochmal holen. Wir holen uns jetzt einmal hier das ganze gute Upgrade. Eine Kamera haben wir ja schon die da. Wobei, das lohnt sich jetzt eigentlich hier nicht. 500.000 für die nächste. Hier Tastatur. Holen wir uns die hier. Ja, 500.000 für eine Tastatur ist vielleicht ein bisschen übermotiviert. Eine Maus nochmal eine bessere. Für 70.000. So, okay. Jetzt haben wir einmal hier nochmal alles ein bisschen geupgradet. Bisschen besseres Zeug hier. Doppelte Monitore. Zwei Monitore auch ganz wichtig zum Aufnehmen. Kann ich euch sagen, damit man auf einer Seite immer das Aufnahmeprogramm hat. Was haben wir denn hier mittlerweile für ein Handy? Wir haben ja immer noch so ein... Ab 500.000 gibt es erst das nächste. Ah nee, ab 1 Million kriegen wir endlich mal ein Smartphone. Okay, also ihr merkt, Leute, wir müssen jetzt hier mal die 1 Million voll machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Noch einmal jetzt hier kurz schlafen. Ich glaube, mit dem nächsten Video könnten wir aber auch tatsächlich schon die 1 Million Abonnentenmarke knacken. So, dann einmal noch hier schlafen, dass die Energie voll ist. So, dann einmal noch kurz was essen. So, ein Stück Käse hier. Jetzt alles voll und jetzt hauen wir hier ein krasses Video. Das wird jetzt hier ein sehr, sehr Big Baba-mäßiges Video. So, schlechte Kommentare weg, so Schmutzkommentare. So, wenn ihr kein Fan seid, dann weg von meinem Kanal. Okay, brillant. Die Aufnahme war gut. Jetzt, wenn der Schnitt noch gut ist... Komm, Leute, das ist das... Nein, finale Video. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich so schwer, Leute. Und wir hauen den Hasen raus. Das könnte jetzt hier die 1 Million Abonnenten für uns bedeuten. Das Video lädt hoch, Leute, ihr seht es. Und es ist hochgeladen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe, das geht auch viral. 1,4, 1, 2, ja, wie das andere. Ein bisschen mehr als das andere. Ist nicht so ultra viral gegangen, aber ist trotzdem gut. Wir haben die 1 Million Abos geknackt. 250.000 Dollar mit dem Video gemacht. Wir haben 1,2 Millionen Abonnenten. Und das heißt, wir haben hier einen Play-Button. Den 1 Million Play-Button haben wir jetzt hier bekommen. So, jetzt können wir hier noch bei den Auszeichnungen schauen. Bei 10 Millionen gibt es nochmal einen. Bei 100 Millionen 500. Oh mein Gott, Leute. Es gibt sogar... Was ist das denn? Krass. Ach, und da hat man auch nochmal einen Multiplikator dadurch. Plus 40%. Ah, es geht also immer schneller, Leute. Aber ich würde sagen, meine Freunde, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich voll darüber freuen, wenn wir das nochmal aufnehmen könnten, wenn es euch gefällt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Kramix.